So, dann gucken wir mal. Also, wir wollten so springen, dass wir hinter den Kopflosen landen. Gucken wir mal. Wir würden normalerweise da runterkommen, darum gehen, hier rumgehen, hier lang gehen. Hier rumgehen, hier rumgehen. Hier rumgehen. Und einmal rumgehen? Nein, hier ist Ende. Das ist nicht. Hier geht's weiter. Bis zu dem Punkt hier. Und so tief sieht das gar nicht aus. Also runter da. Hopp. Hopp. Autsch, okay. Und hier ist nichts. Ist hier eine. Ah, hier ist eine Geheimwand, oder? Nee, ist nicht. Okay, Heilung. Komm schon. Sehr gut. Trotzdem Augen offen halten, ob hier irgendwo die Steine anders aussehen. Und sonst müssen wir das Ding wirklich umbringen. Aber was beschützt es dann? Gar nichts? Das ist der Pfeil, der immer da. Ah, genau. Kann schon ordentlicher Treffer. Au, oh, bei uns auch. Und durch angeschlagen, Helm angeschlagen. Nicht gut. Aber du musst doch irgendwann mal sterben. Schon wieder durchverletzt. Okay, vielleicht mal schon unten schlagen. Und immer schön warten, dass es grün wird. Lebenspunkte sehen nicht gut aus. Durch angeschlagen, Schild angeschlagen, Lebenspunkte gleich 0. Ja, nee. Also er scheint nichts zu bewachen. Außer wir haben irgendwas Radikales übersehen. Oder es taucht erst auf, wenn der da tot ist. Was wir hier nur haben. Das heißt, wir müssen jetzt echt die Tränke ausprobieren. Moment mal. Da hinten kommt er her. Was ist hier? Gehen wir ihm jetzt wieder entgegen? Ja, tun wir. Okay. Westen kommen wir her. Norden kommen wir her. Osten kommen wir her. Hier ist eine Abzweigung. Nach Süden. Hier kann jetzt nicht der Kopf los. Das sind zwei? Oh, 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 oh. Yeah, lauf, 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 lauf. Das müssen wir uns gleich der Karte nochmal angucken. Also entweder sind es zwei oder man kann sie in den Kreis laufen. So, hoch, 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 hoch. Komm schon. Obwohl es sieht so aus, als wenn er uns gerade nicht verfolgen würde, das ist schon mal gut. Lauf, 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 lauf. Wir müssen ganz lange schlafen. So. Da fängt der Spiralraum an. Schlafen. Aggressive Kreaturen in der Nähe. Ist doch ein guter Platz. Du bist ein netter Zwerg, du machst nichts. So. Zaubern. Zaubern. Nochmal schlafen. So, also wir gehen nicht wieder runter. Achso, Licht zaubern. Oder einfach die Lampe anmachen. Wir gehen jetzt nicht wieder runter zu dem Kopflosen zum zweiten und dritten Mal. Sondern wir gucken uns jetzt hier oben um, wo man hindebitieren könnte. Oh. Wenn man den Trank trinken würde. Also wirklich aufgefallen ist mir da beim Umlaufen noch nichts. Weder außen noch hier drin. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Zurück.
sehe hier nirgendwo eine Nische, wo man nicht rankommt oder so. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, hier war irgendwo diese Abzweigung. Genau. Hier lang. Was sagt die Karte? Karte sagt, hier ist ein großer Raum und da ist in der Mitte ein kleiner Raum. Mehr sagt die Karte nicht. Ich will jetzt nicht die Tränke trinken und dann nicht dahin kommen, wo ich hinkommen will. Aber gut. Da sind wir aber auch einmal lang gegangen. Wir sind hier einmal die ganze Spirale runter und haben jeweils links und rechts die Wände geguckt. Da ist nichts. Das heißt, wir ignorieren die ganze Gegend hier erstmal. Wir schauen uns weiter auf diese Etage um. Da gab es ja noch jede Menge, wo wir noch nicht waren. Und vielleicht finden wir irgendwo noch einen richtigen Spiralraum. Vorher können wir mal ganz kurz mit dem Zwerg sprechen. Das wird wahrscheinlich nicht sehr viel bringen, weil der ja doch ein wenig konfus ist. Aber versuchen sollten wir es wenigstens. Meine Blaupausen. Hast du mein Werkzeug gesehen? Mein Trank? Ich kann deine Blaupausen nicht finden. Hier müssen wir irgendwo sein. In dem Storeroom. Der Südosten meines Komplexes. Wir sind schon mal im Nordwesten. Meine Blaupausen, wo sind sie? Könntest du sie für mich finden? Ja, ich finde sie gerne. Deine Hilfe ist gern gesehen. Und einer ist vergiftet und einer ist zum Fliegen. Ja. Welcher Trank ist welcher? Green is good und red is rotten. Da hat man sogar keinen Widerspruch. Grün ist gut. Rot ist schlecht. Das heißt, grün ist der Trank. So oder so. Ja gut, das habe ich letztes Mal missverstanden. Ich dachte, er widerspricht sich in dem Satz, aber das tut er ja gar nicht. Er bestätigt sich doppelt. Ich werde mein Bestes tun. Sehr schön. Hat also doch was gebracht. Wer sagt, dass verrückte Zwerge nicht hilfreich sein können? Also Südosten seines Komplexes, hat er gesagt. Ist das hier sein Komplex? Dann sollten wir nochmal nach Norden gehen und hier das aufdecken. Da fehlen hier noch ein paar kleine Fitzel. Und dann das hier. Also Norden. Ja. Rechts rum. Wir können auch hier einfach mal runterspringen und gucken, was da ist. Ah, das ist schon mal ein Kopfloser. Das ist kein guter Anfang. Aber ja, es geht definitiv nach Süden. Jo, dann mal durchatmen und den grünen Trank trinken. Und wir können fliegen. Wie geil. Okay. Schnell rauf da, bevor der Trank aufhört. Und jetzt gehen wir wieder. Oh, der Trank hat echt nicht lange gehalten. Oder doch, da, das Symbol ist immer noch da. Okay. Abgeschlossen. Du, da. Auf. Oh, sehr schön. Dich nicht links klicken, du bist Gift. Dich nehmen wir kurz mit. Was hast du dabei? Oh, eine neue Rune. Und eine Karte. Die Rune ist aber nicht wirklich neu. Warte mal, du kannst wieder weg. Nicht unbedingt genau auf die Rune drauf, die würde ich gerne mitnehmen. So, drehen. Wegschmeißen. Rune war dieses N. Oh, haben wir doch noch nicht. Sehr schön. Du da rein. Geht nicht. Muss erst ins Inventar. So. Dann da rein. Dann haben wir noch drei Hämmer wahrscheinlich. Die nehme ich jetzt mal mit und schmeiße sie einfach runter. Flop. Nur für den Fall, dass wir später sehr viel Geld brauchen und einen Händler haben, der Gold hat. Können wir die ganzen Sachen wieder einsammeln.
Genau wie bei dem anderen Raum, wo man so schwer rankam mit diesem Sprungrätsel, was ja doch ein wenig nervenzerreibend war. Da haben wir auch alle Sachen runtergeschmissen. Weil ich denke nicht, dass wir so schnell wieder an so einen Levitierentrank rankommen. Und ja, ich könnte natürlich wieder im Handbuch nachgucken, wie die Zauber sind, aber das finde ich ein wenig unpassend. Außerdem brauchte man pro Zauberlevel, das man sprechen will, also pro Zirkel, auch ein bestimmtes Level, um überhaupt sprechen zu können. Und anscheinend auch genug Skill. Aber wir merken ja bei dem Heilzauber, dass er nicht mehr gelingt. Na gut, was bist du? Eine Urne. Kann ich aufgerufen werden? Benutzen. Urne ist leer. Eine Urne. Damit kannst du nicht sprechen. Nö, macht nichts. Okay. Und das sind wieder Spikes. Warum finden wir so häufig Spikes? Kann man die zum Klettern vielleicht benutzen? Das wird nur zu schwer. Ja, wir sind ganz schön überladen. Yeah, wie kommen wir wieder zurück? stimmt. Da ist ein Haken. Springen wird nichts bringen, außer dass wir noch mehr Fallschaden bekommen. Also wir werden jetzt gucken müssen, wo der Kopflose ist. Nicht runterfallen. Und dann einfach an ihm vorbei Richtung Norden laufen und hoffen, dass da irgendwo ein Hochgang ist. Das sind zwei Kopflose. Ich habe ja aber nirgendwo einen Hochgang gesehen. Vielleicht hier hinten irgendwo. Na gut, wir laufen, laufen, laufen und hören einfach nicht auf zu laufen. Dann passt das irgendwie. Au. Lauf, 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 lauf. Oh. Da kommt es nun her. Aber Notiz für später, hier in diesem Gang, wo wir panisch weggelaufen sind, liegen noch... Hahaha. Komm, lass uns durch, lass uns durch. Liegen noch Sachen rum. Oh. Warte mal, das ist die Abzweigung von dem Spiralraum. Ah, okay. Also habe ich mich doch nicht getäuscht. Es gab wirklich zwei Kopflose. Also eigentlich sogar drei. Gut, weg, 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 weg. Hoch. Warum haben wir verschiedene Goldhaufen? Ach, die waren nicht stapelbar, ne? Warum auch immer. 5 Goldmünzen. 26 Goldmünzen. Also die Kopflosen haben wir abgehängt. Dann kann ich doch mal ganz kurz versuchen, die hier wieder zusammenzuziehen. Und zwar da drauf. Nö. Na gut. So. Also, auf zum Zwerg. Der wird bestimmt froh sein, seine Schriftrolle wieder zu haben. Mapcase. Können wir die benutzen? Die Blaupausen sind nicht zu entziffern. Ja, wahrscheinlich irgendein verrückter Sicherheitscode von dem Zwerg. Na gut, sprechen wir mit ihm. Ah, ich erinnere mich an dich. Du bist meine Blaupause. Nein, nein, wir sind nicht deine Blaupause. Wir haben deine Blaupause. Vielleicht sind dies deine Blaupausen, aber es sind nicht meine. Hier sind deine Blaupausen. Hier. Ah, okay. Meine Blaupausen. Endlich sind wir wieder vereinigt. Okay. Hier, nimm einen weiteren Fliegetrank als Zeichen meines Dankes. Oder es ist vielleicht ein grüner Trank. Egal, es wird schon irgendwas Sinnvolles sein. Ich wette, du hast niemals zuvor einen fliegenden Trank gesehen. Also sei vorsichtig damit. Dankeschön. Also ein Fliegetrank. Und jetzt haben wir eine leere Schriftrolle. Gieß mal da rein. Also ein Schriftrollenhalter. Den Fliegetrank tun wir auch lieber da rein. Nicht, dass ich ihn aus Versehen mal linksklick. Aber ja, doch. Das war schick. Karte? Karte. Also, Crazy Dwarf, den brauchen wir nicht mehr. Den Bereich haben wir jetzt abgeschlossen. Da ist der Ankh, da kommen wir her.
gucken wir mal kurz nach Westen die Karte nochmal ab, um sie zu vervollständigen. Also einfach hier lang.